Schönen guten Morgen, meine Lieben. Da bin ich wieder, Sebastian. Gestern hatte meine Frau Geburtstag. War ein schöner Tag. Aber ich möchte euch einiges dazu berichten. Ich habe meiner Frau Geschenke bestellt. So eine Duftkerze. Die hat so einen Duft, irgendwie so Pancake-mäßig, so Geburtstag-Torten-mäßig. Und dann habe ich zufällig entdeckt, dass es einen Baileys gibt, der genau diesen Geschmack hat. Da dachte ich, das passt gut, ja. Und ihr wisst ja, ich habe so ein Alkoholproblem, ja. Aber zu der Zeit war das gar nicht in meinem Kopf. Ich dachte nicht eine Sekunde dran, dass ich das selber trinken könnte, verstecken könnte oder sonst was. Also da waren gar keine Gedanken dazu da. Ja? Es ging nur um das Geschenk für meine Frau. Und ich habe noch ein paar andere Sachen bestellt. Und dann kam das an, war auch noch kein Problem. Ja? Ich habe es schön beiseite getan, keine Gedanken dazu gehabt, dass ich das vielleicht selber entwenden könnte. Und als ich die Geschenke dann eingepackt habe, dann hatte ich so die Flasche in der Hand, ne? Und dachte mir so, oh, Sebastian, niemand weiß, dass du das bestellt hast. Es wäre jetzt leicht, das einfach zu verstecken und später irgendwann zu trinken, wenn der Zeitpunkt gut ist. So, da kam auf einmal der Gedanke hoch, dass ich das selber trinken könnte. Ich habe es nicht gemacht, aber es war so ein kleiner Kampf, ja. Und das passiert immer mal wieder. Auch wenn man keinen Alkohol in der Hand hat, passiert es immer wieder, dass so der Gedanke hochkommt. Es wäre jetzt ganz schön schön, wenn man sich einen hinter die Binde kippen würde, ja. Also, das kommt immer mal wieder vor. Das gehört leider dazu. Aber ja, bisher konnte ich es immer gut meistern. Und der Wille ist stärker, dass ich es halt nicht machen möchte. Wow, das war gut. Und später dann auf der Feier von meiner Frau, da war eine Freundin, die hat so auch Alkoholisches mitgebracht. Und das hat sie mir und meiner Frau mitgebracht, dass wir später trinken können. So, oh, da dachte ich schon, nee, komm, schon wieder so eine Prüfung für mich. Aber am späten Abend dann wollten die beiden das trinken, haben gefragt, ob das okay ist für mich. So, die weiß nichts von meinem Alkoholproblem. Habe ich aber gesagt, ja komm, könnt ihr ruhig trinken. Aber so gedanklich denkt man schon, oh, komm, sag doch einfach ja und trink mit. Hat man dann schon gedanklich. Also manchmal muss man ein bisschen stark sein und einfach nein sagen. Auch wenn vielleicht der Kopf sagt, ja komm, überleg dir es nochmal genauer, trink doch einfach mit. Also das konnte ich auch ganz gut meistern. Ansonsten der Geburtstag mit meiner sozialen Phobie war auch schon wieder ein Stück weit besser als davor immer die Male. Ich habe wieder für alle gekocht. Ich habe so ein kurzes Video gemacht, da seht ihr das. Das war früher immer, boah, ich weiß noch, wo ganz, also eine der ersten Male, wo ich für alle das gemacht habe, da habe ich gegrillt. Oh, ich war so überfordert mit dem Grillen, ja. Und alle haben geguckt, was ich da mache. Und dann kam jemand und sagte, und es war richtig anstrengend für mich. Mittlerweile habe ich immer noch so eine Anspannung, ja. Ja, so eine Anspannung, ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben kann. Die geht auch nicht weg. Ist nicht cool, aber es ist schon besser als früher, ja. Also ich versuche das Positive zu sehen. Und dann war auch ihre Schwester da. Bei ihr ist es mit meinen Ängsten auch schwieriger irgendwie. Wir sagen uns nur Hallo. Ne? Wir fragen nicht mal, wie geht's dir so? Das ist sehr selten, dass wir uns das noch fragen. Und dann reden wir die ganze Zeit nicht miteinander. Erst wieder, wenn sie geht, sagen wir Tschüss. So war das. Und das ist mir irgendwie unangenehm. Und ich glaube, das stärkt meine Ängste bei ihr so. Dass ich da einfach, ich finde da einfach nicht den Punkt, was ich mit ihr reden könnte oder überhaupt, ja. Also das ist merkwürdig. Anderes Beispiel ist mein Schwiegervater, der war auch da. Und bei dem läuft es, also da ist ganz anders. Der war viel früher da. Der war mit mir alleine da und meinem Sohn. Und das wäre früher auch, da hätte ich gedacht, Junge, ich hätte meine Frau angerufen und gesagt, komm jetzt sofort hier hin, ja, dein Vater ist schon da. Was denkst du dir? Was denkst du dir? So, auf die Art habe ich es früher gemacht, ja, einfach weil ich Panik bekommen habe, weil die Angst so hochgekommen ist, dass ich nicht geglaubt habe, dass ich mit der Person alleine sein könnte. Und aufgrund dessen Glauben war es dann auch natürlich fürchterlich. Ne? Ich habe es natürlich dann immer geschafft, weil weglaufen wäre dann ein bisschen, ja, wie sähe das aus, wenn ich dann weglaufe, wenn da jemand von ihrer Familie ist. Aber das hat natürlich die Angst noch mal gepusht dann in dem Moment, wenn die Panik aufkommt, du anrufst, dann bist du gedanklich nur noch bei der Angst. Das hat sich gebessert, ja, der kam dann, ich habe mich gefreut, dass er kommt, ich habe sogar mit ihm geredet, das ist der Unterschied zur Schwester, mit ihm kann ich reden. Und es ist sehr schön, mit ihm kann ich, fällt mir immer noch schwer, aber mit ihm kann ich ganze Sätze wechseln, wisst ihr, das ist schon richtig cool. Später kam auch meine Schwiegermutter. Bei der ist es genauso wie mit der Schwester irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wir haben irgendwie kein Thema, irgendwie nicht so drüber, wir reden könnten. Sie redet meist
irgendwie, wo sie war, was sie gemacht hat, so. Also, keine Ahnung, ist ja egal. Und mit meinem Schwiegervater, echt, fühlt sich manchmal so an, als wäre das mein Papa. Ich hatte ja keinen so, fühlt sich ein bisschen so an. Und das ist immer voll schön mit ihm. Das muss ich ehrlich sagen, ja. Ich mag ihn sehr. Das ist ganz toll. Wie ihr seht, ist gebessert, auch wenn die Angst noch dabei ist. Hat sich vieles gebessert, dass ich ein bisschen ruhiger bin, dass es länger dauert, bis so eine Panik aufkommt. Das ist schon mal sehr gut. Und mit dem Alkohol auch. Da hat man wirklich manchmal oft hintereinander so Tage, wo irgendwie der Gedanke auftaucht, es wäre schön, etwas zu trinken. Das gehört einfach dazu, ja. Wie gesagt, da muss man ein bisschen stark sein, sich erinnern, dass man das nicht mehr will, sich klar machen, was am nächsten Tag passieren würde. Und dann verschwindet es auch wieder. Aber es ist schon nervend, ja, wenn du irgendwie so rausgehst und auf einmal kommt der Gedanke Alkohol, oh, du willst dir das, du stellst dir das schon so vor, ja, wie das wäre, wenn du wieder trinkst und es ist ein schöner Abend wäre, was natürlich alles eine Lüge ist, man betrügt sich ja damit selber, um wieder einfach zu saufen. Das ist ein bisschen nervig, aber bisher kann ich ganz gut damit umgehen. Mein Wille, habe ich euch ja gesagt, ist da und ich hoffe auch, das wird so bleiben und sich vielleicht sogar noch abschwächen, ja, dass es besser wird, auch da mit den Gedanken. Eigentlich ist es ja gut, ja. Der Gedanke kommt auf, was ja, glaube ich, normal ist, wenn man eine Sucht hat, dass man sich immer wieder das im Gehirn aufplumpt. Das ist, glaube ich, normal. Meine Lieben, darüber wollte ich euch heute berichten, wie der Tag war, was so hier und da passiert ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt weiterhin stark und motiviert und gerne hinterlasst wieder einen Kommentar. Bis dahin, Sebastian. Adieu, ciao.